Grüße euch. Ja, da die Sonne auch endlich mal wieder bei mir vorbeischaut, hatte ich einfach Bock, an so einem schönen Wetter endlich mal wieder ein Pflanzenvideo zu machen. Und wie einige von euch sicherlich schon aus dem Titel entnehmen können, ich denke, viele von euch kennen die Pflanze schon, geht es heute um die Eibe. So, da gibt es nur ein Problem. Und zwar die Vorzeigebeispiele dieser Pflanze, also wo richtig schön viele Beeren dran wachsen, die eigentlich keine Beeren sind, aber dazu komme ich dann noch. Die wachsen bei mir leider alle an stark befahrenen Straßen. Und da das da ziemlich nervig und ziemlich laut ist, habe ich einfach gedacht, ich mache mal normale Aufnahmen dort und dann mal das mit Musik, ja, damit es einfach angenehmer ist. Dann könnt ihr euch genau die Pflanze angucken, damit ihr sie besser identifizieren könnt. Und wenn ich damit fertig bin, dann sehen wir uns hier wieder. Hier habe ich schon eine Fläche vorbereitet. Da werde ich euch die wichtigen Pflanzenteile hinlegen und euch dann mal interessante Sachen dazu erzählen. Also erstmal viel Spaß. Da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal einige Teile hier mitgenommen, um euch die ganz in Ruhe zeigen zu können, ohne diesen ganzen lauten Straßenlärm und so. Ich werde euch die gleich mal genauer zeigen, aber erstmal haue ich ein paar interessante Fakten raus. Also, was die Sammelzeit angeht, ab September bis Mitte, Ende Herbst ungefähr könnt ihr sie finden. Ja, Wuchsort. Also, tatsächlich finde ich sie fast ausschließlich nur in, ja, Gegenden mit Einfamilienhäusern, also entweder in Form einer Hecke, so eine Aufnahme habe ich auch mit drin, die ich euch gezeigt habe, oder halt in Form eines kleinen Baumes, das wirkt dann oft wie ein Strauch, oder halt tatsächlich auch eines größeren Baumes. Also ich habe euch da ja viele Varianten eben gezeigt. Also da schert sich dann auch keiner drum, die könnt ihr pflücken, ja, ich mache das so oft, das interessiert keinen. Ja, was die Beeren angeht, sind es eigentlich gar keine Beeren, also eigentlich sind es Samen mit einem Samenmantel, sprich diesen roten Fleischmantel. Aber der Einfachheit halber werde ich sie trotzdem weiterhin Beeren nennen. Was die Mythologie angeht, da gibt es sehr interessante Geschichten über diese Pflanze. Unter anderem wurde sie damals mit dem Jenseits und der Unterwelt in Verbindung gebracht. Einfach deswegen, weil diese Pflanze nämlich den Schatten bevorzugt. Aber da gibt es auch noch ganz viele andere sehr interessante Geschichten. Ja, das geht dann noch bis hin zu den Kelten und Magie und so weiter. Falls euch das interessiert, könnt ihr das mal nachgoogeln. Ich finde das ganz interessant. So, des Weiteren wird diese Pflanze auch in der Homöopathie und der Schulmedizin benutzt, und zwar gegen Krebs. Also das finde ich sehr interessant, dass das sogar in der Schulmedizin gegen Krebs benutzt wird. Dafür werden allerdings die Nadeln und der giftige Kern, soviel ich weiß, verwendet. Aber die sollt ihr natürlich nicht verwenden, denn die sind tödlich giftig. Also dafür gibt es dann spezielle Anwendungsverfahren. So, des Weiteren wurde der Baum damals auch Bogenbaum genannt, anstatt Eibe. Und zwar einfach deswegen, weil man damals gerne Bogen daraus hergestellt hat. Also Pfeil und Bogen. Einfach deswegen, weil das Holz der Eibe sehr elastisch und biegsam ist. Ja, was die Verwechslung angeht, das ist ja immer mir besonders wichtig, aber das ist jetzt eigentlich völlig irrelevant, einfach deswegen, weil ihr ja hier schon die giftige Pflanze vor euch habt. Also zuerst einmal diese Kombination mit diesem Kern, mit diesem Fleischmantel in dieser Zeit ab September mit diesen Nadeln, in dieser Kombination ist das auf diese Art und Weise einzigartig. Also da könnt ihr das mit keiner anderen verwechseln.
Die Nadeln könntet ihr mit den Nadeln der Tanne und der Fichte verwechseln. Da das aber irrelevant ist, da ihr sowieso die Finger von den Nadeln lassen sollt, brauche ich das hier jetzt auch gar nicht näher aufzeigen. Allerdings kann ich euch sagen, dass ich in der Zukunft ein Video machen möchte, wo ich euch die Fichte und die Tanne näher bringe, denn ihr glaubt gar nicht, was ihr mit diesen Pflanzen tatsächlich alles anstellen könnt. Das ist sehr interessant. Und spätestens da werde ich euch dann den Unterschied zwischen der Fichte, der Tanne und der Eibe erklären, damit ihr die benutzbare Tanne und Fichte von der giftigen Eibe unterscheiden könnt. So, aber kommen wir jetzt mal hier weiter zur Eibe. Verwendbare Teile, wie gesagt, nur die sogenannten Beeren, die ich der Einfachheit halber, wie gesagt, erstmal noch einfach weiter Beeren nenne. Der Kern, den zeige ich euch mal, da drin, das Braune da drin, der Kern, der ist tödlich giftig. Also Finger weg davon. Das Einzige, was ihr wirklich nur verwenden könnt, ist der rote Fleischmantel. Der übrigens, wie einige von euch sich vielleicht auch denken können, sehr vitaminreich ist. Also besonders viel Vitamin C soll er wohl enthalten. So, das geht ganz einfach, indem ihr, das werde ich hier gleich auch mal machen und euch was genau dazu erklären, aber indem ihr das einfach vorne in den Mund nimmt, also diese Beere, ihr nehmt die vorne in den Mund, umschließt sie mit der Zunge und da und löst dann vorsichtig mit eurer Zunge das Fruchtfleisch vom Kern. Und dazu kann ich euch sagen, keine Angst, es kann nichts passieren, also es sei denn natürlich, ihr seid so blöd und nehmt euch das hinten in den Rachen oder so, aber wenn ihr das vorne in den Mund nehmt, nicht hart drauf rumkaut und das einfach mit der Zunge umschließt, dann kann das weder hinten in den Hals rutschen, noch kann der Kern irgendwie kaputt gehen. Denn an den Kern könnt ihr euch nur vergiften, wenn ihr ihn entweder schluckt oder wenn ihr ihn zermalmt. Also der ist so steinhart, dass ihr ihn sogar mit den Zähnen wahrscheinlich gar nicht kaputt gekaut bekommt. Zumindest nicht aus Versehen. Außer ihr habt verdammt gute Zähne und kaut wie ein Verrückter hart drauf rum. Ja, dann kann natürlich irgendwas passieren. Aber wer kommt schon auf so eine verrückte Idee? Also einfach vorne in den Mund stecken, mit der Zunge umschließen. Dann löst sich gleich das Fruchtfleisch und der Kern kann auch nicht weiter in den Mund rutschen. Und wenn ihr ganz sicher sein wollt, dann könnt ihr euch dabei auch nach vorne neigen. Dann sorgt die Schwerkraft dafür, dass der Kern euch nicht in den Hals rutschen kann. Also für die, die jetzt wirklich sehr ängstlich sind. Aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Da kann nichts passieren. Und wenn ihr es genau so macht, wie ich es euch erklärt habe, dann kann euch einfach auch nichts passieren. So, und ich möchte das jetzt einmal einfach kurz auch machen. So, das war's schon. Ja, ganz einfach. Moment. Ich muss das mal noch wenden. So, da seht ihr, da ist der Kern. Da der Fleischmantel etwas schleimig und etwas klebrig ist, ist noch etwas dran kleben geblieben. Das meiste habe ich aber abbekommen. Aber wie ihr seht, ging es blitzschnell. Und ja, ich kann wirklich nochmal bestätigen, jetzt wo ich es auch nochmal gerade ausprobiert habe, es ist wirklich absolut sicher, wenn ihr es so macht, wie ich es euch beschrieben habe. So, also ich finde, der schmeckt übrigens sehr, sehr lecker, der Fruchtmantel. Und an der Stelle kann ich auch mal einen Kollegen grüßen, der an dieser Stelle jetzt sicherlich auch zuhört, der sich das Video auf jeden Fall reinziehen wird. Und der zieht, ja, der ist, ich glaube, teilweise süchtig danach, ja. Also Grüße an dich. Der zieht sich das fast täglich in großen Massen rein und dem passiert auch nie was. Also den Fleischmantel selber könnt ihr so viel essen, wie ihr wollt. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Geht mal raus, probiert es mal aus. Die schmecken wirklich sehr lecker. Also ich finde fast schon für eine Süßigkeit. Die schmecken richtig angenehm süß, richtig weich. Wie gesagt, leicht schleimig, ein wenig klebrig. Probiert es mal aus. Ja. Und wenn ihr euch irgendwie unsicher seid, guckt euch nochmal genau mein Video an. Da habe ich alles Wichtige erklärt, was ihr wissen müsst. Also, dann bis zum nächsten Mal.